Neues Projekt und ich stehe vorm Fuchsbau. Ja, warum denn das? Ja, ich habe ein neues Projekt in Planung und da sieht man mal, wie lange es von der Idee bis zur Umsetzung dauert. Es wird Nacht, nee, bevor es Nacht wird, bleibe ich nochmal kurz im Fuchsbau und gehe dann ins Bett. Und zwar Tonbrennergilde. Es war vor einiger Zeit so, dass Kanu seine Tonbrennergilde in Jendistan gezeigt hat. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, ja, ich könnte auch eine gebrauchen. Und zwar wusste ich vorher gar nicht, also ich wusste natürlich, dass es dann, dass es die Möglichkeit gibt, Ton aus Schlamm zu erschaffen. Aber ich wusste nicht, wie genau und wie easy das eigentlich ist. Das habe ich dann tatsächlich erst dadurch gerafft, dass ich die Tonbrennergilde in Jendistan gesehen habe und gut, ich hatte ja immer Tonmangel, also habe ich bis heute noch Tonmangel und ja, da war ich dann sehr dankbar, dass ich dann durch Kanu erfahren habe, wie das geht und habe mir dann, ich blende hier jetzt immer kurz Folge 237 von Ascalon Resurrection ein, wo ich nämlich die Tonbrennergilde von Kanu kennengelernt habe. Dies ist die Tonbrennergilde von Jensistan. Und das ist super cool, was Kanu hier sich aufgebaut hat. Es gibt ja seit der 1.19 oder schon seit der 1.18, ich weiß gar nicht, die Möglichkeit, aus Erde Ton herzustellen. Ich hatte auch schon überlegt, mir so eine Maschine zu bauen. Ich habe gedacht, wenn ich das baue, funktioniert es eh nicht. Bei mir funktioniert hier nie was. Aber Kanu hat es gemacht und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Vielleicht soll ich mir die Maschine doch. Ich glaube, ich schreibe mir die für, also nicht für Ascalon, aber ich schreibe mir das mal für St. Oliver 2 doch mal auf, eine Tonbrennergilde zu bauen. Tonbrennergilde, weil es scheint ja zu funktionieren. Also ja, hier sieht man dann auch schön, achso, sehen wir schon, jetzt habe ich geschrieben, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Nee, wir fahren jetzt erst ins nächste Gebäude. Ja, und ja, damals habe ich mir dann direkt vorgenommen, musste auch mal eine bauen. Ja, und das hat jetzt halt bis heute gedauert, dass ich heute mal damit anfange. Ich habe natürlich zwischendurch, um mehr Ton zu haben, zum Beispiel hier beim Fuchsbau, dieses kleine Fältchen gebaut. Hier, bam, ruckelt es schon wieder so. Nicht so ruckeln. Ja, das Problem ist, seit ich mit dem Fuchsbau fertig ist, da drüben ist er, sind die Chunks hier nicht mehr in Betrieb. Und wenn ich dann mal Ton brauche, ist hier der Ton gar nicht fertig. Wo war ich denn letztens? Genau, fürs Rathaus brauchte ich ja letztens Ton. Wollte hier abfahren und dann hatte ich ja gar keine durchgehende Tonschicht. Ich habe auch in der Nähe vom Nullmeridian habe ich irgendwo unterirdisch einfach ein paar Schlammblöcke gemacht, die sich in Ton verwandeln sollen, aber der Weg dann ist so beschwerlich, das lohnt sich auch nicht. Ich brauche also eine richtige Tonfarm. Ja, und da ist dann mal die Frage, wo baust du die hin? Sollte ja schon irgendwo in der Nähe von der Basis sein, damit die Chunks auch regelmäßig geladen sind. So, jetzt bin ich ja gerade bei der Basis. Und dann, wie baust du die? Ich habe mir erst überlegt, baust du die von Kanu einfach nach? Und dann ist mir einfach, ich brauche ja gar keine Tonbrennergilde. Auch wenn das Projekt jetzt Tonbrennergilde heißt. Ich meine, da reicht mir ein normales Ofensystem, das habe ich eh im Lager. Nee, was ich brauche, ist ja eine Tonmacherei und keine Tonbrennerei. So, und dann habe ich einfach mal geguckt nach einem schönen Tutorial und da habe ich eins gefunden von Jules LP, da ich dann einfach mal versuche nachzubauen. Das werde ich auch einfach ganz plump so nachbauen, wie es ist. Und da baue ich dann ein Gebäude drumherum, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber erstmal nur das Gebäude von Jules. Und die Frage ist, wo baue ich das jetzt hin? Ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Spectator Mode. Hier, das ist die Basis. Wo könnte man denn hier? Ah, hier könnte ich das eigentlich schön hinbauen. Hier ist ein großes leeres Grundstück. Da müsste ich halt hier den Hügel absensen. Aber eigentlich würde das hier gut hinpassen, oder? Schaut euch das mal an, nochmal von oben. So. Hier, dann bin ich da. Habe ich da den Garten vom Traumhaus. Da ist Schafsmassaker. Und dazwischen ist ja Platz. Und das ist ja auch regelmäßig geladen. Ja, das wäre schon ein guter Ort. Ich schaue nochmal kurz da hinten. Ihr könnt natürlich auch euren Senf dazugeben. Dafür sind solche Videos hier da. Vielleicht habt ihr einen Ort, der besser geeignet ist. Ja, hier zwischen die Hölzer und das Gefängnis. Nee, ich weiß ja nicht, da sieht nichts aus. Nee. Gut, und hier ist der Berg. Beim Bergweg ist es auch nicht. Hier hinten. Hier führt halt keine Straße hin. Also hier hinten, das ist das Lager, das Viereck.
das wäre ja natürlich auch regelmäßig geladen, aber hier habe ich ja noch gar keine Infrastruktur, die hier hinführt. Nee, ich denke schon, das wäre ein guter Ort. Dann gehe ich da mal kurz wieder runter. Und ja, das heißt, ich muss da erstmal den Hügel wegsensen. Ja, ich werde auf jeden Fall. Ich muss mir auf jeden Fall den Link von dem Tutorial von Jules LP dann abspeichern. Und dann gehe ich jetzt mal wieder in den normalen Modus. So. Ja, und dann brauche ich, Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt darum geht, hier einen Hügel wegzusensen, aber darum geht es jetzt. Ich weiß auch nicht. Nee, lass mich nochmal kurz hochfliegen. Ich meine, vom Platz her, das Viereck sollte ja reichen. Also. Ich gehe jetzt so groß, denk jetzt nicht, dass die so groß ist. Au. Wenn ich jetzt also von hier. So. Von hier durchsense. Jetzt kommt noch Kies. Machen wir mal hier durch. Aber damit hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es hier jetzt darum geht, mal den Hügel abzusenden. Ich dachte, ich fange jetzt direkt an mit der Farm. Aber natürlich, ich muss jetzt mal terraformen. So, bis hier. Das heißt allerdings auch, dass ich den Hügel in die Richtung natürlich wieder abschrägen muss. Weil das käme dann erst hinterher. So, und auf der anderen Seite, wenn ich von hier jetzt komme, dann käme ich ja von da. Ist auf der Linie überhaupt? Ja, der Hügel geht bis zu der Linie. So, das heißt also hier hin. So, ja. Ah, genau, ah, hier. Ah, wow, habe ich ja gut geschätzt vorhin. Ich habe genau, ja, als hätte ich es gewusst. Ja, das heißt, das kann erstmal weggesenzt werden. Und, ja, während ich das wegsense. Nee, dann mache ich hier mal kurz einen Cut und nehme eine Folge Damn News auf. Und während ich die Damn News aufnehme, kann ich das dann nämlich wegsensen. Hier, oder? Ich habe hier gerade die Damn News abgeschlossen. Ich habe es allerdings dann als Speed-Aufnahme mit in die Folge hier aufgenommen. Falls jemand auch nochmal in normaler Geschwindigkeit sehen möchte, wie ich diesen schönen Berg da unten abgebaut habe, kann gerne die Damn News Nummer 66 nochmal sehen. Ich sollte jetzt allerdings, ja, jetzt habe ich natürlich auch das Inventar voll mit den Materialien und ich habe noch gar nicht geguckt, welche. Ach doch, ich brauche Bruchstein erstmal. Aber wahrscheinlich noch mehr. Na egal. Ich werde jetzt allerdings erstmal hier ins Bett gehen, damit Tag ist. Und dann werde ich mal gucken, wie es bei Jules LP losgeht. So, einmal kurz schlafen. So, jetzt dürfte es draußen hell sein. Und dann schauen wir gleich mal, wie es bei Jules LP losgeht. Also, aber erstmal schauen wir uns jetzt natürlich im Hellen die Fläche an, die ich jetzt gerade freigeschaufelt habe. Und ich fange einfach mal mittig darauf an, in der Hoffnung. Ich meine, so groß ist die Farm ja jetzt auch gar nicht. So. Also hier habe ich gerade freigeschaufelt. Man sieht, ich habe auch jetzt noch nichts begradigt, beschönigt. Im Endeffekt muss natürlich der Berg hier dann noch abgeschreckt werden. So. Aber hier muss jetzt die Farm von Jules LP hingebaut werden. Okay, ich brauche als erstes Redstone. Aber klar, warte mal. Erstmal, ich fange jetzt, einfach mal in der Mitte an. Hier, irgendwo. 1, 2, 3, 4. So. Das da ist der Startblock und dann brauche ich jetzt mal Redstone. Oh, das muss ja. Wenn man wegen so einer blöden Redstone-Fackel ins Lager laufen muss. Ich meine, Redstone-Fackeln hat man so viele und dann muss man dafür extra ins Lager laufen.
Okay, jetzt bin ich auf der Redstone-Ebene. Ich brauche Redstone-Fackeln. Davon nehme ich dann einfach mal ein paar mit. Und ach, ich bräuchte eigentlich auch eine neue Schalkerkiste dann für das Projekt. In welcher Farbe soll ich denn die Schalkerkiste machen? Im Prinzip ist ja egal. Wie wär's denn mal mit... Ach, ich schau einfach mal, wovon ich das hab. Hab ich Zucker, Knochenmehl, ne, Orange. Hab ich Orange? Ja, ich habe einen Orangen. Dann wird die Schalkerkiste jetzt orange gemacht. Also, das kann ich ja hier direkt machen. So. Und dann, ja gut, ich nenne es dann auch Tonfarben und nicht Tonbrennergilde. Wo ist mein... Da ist mein... Amboss, genau, ich dachte gerade, dass er schon kaputt ist, aber das war in einer, wo er mir heute Morgen kaputt gegangen ist. Tonfarben. So. Der hält noch, okay. Ja, mir gehen die Amboss jetzt natürlich einer nach dem anderen kaputt, seit ich so viele Schalkerkisten mache. So, also. Hier ist jetzt die Redstone-Fackel. Die habe ich mir geholt und die wird jetzt da unten dran gesetzt. So. Ja, jetzt sind natürlich auch die Damp News 66 schon längst rausgekommen. Da habe ich allerdings extra nichts dazu gesagt, warum ich da den Berg abbaue. Ich habe einfach gelabert und dabei halt kommentarlos den Berg abgebaut. Obwohl sich jemand in den Damp News 66 fragt, warum ich da den Berg direkt bei der Basis abbaue. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber... So, in welche Richtung baue ich denn jetzt? Ich mache es jetzt in die Richtung hier. Sondern kommt hier nämlich direkt der nächste Stein so dran. Och nee, als nächstes brauche ich Redstone. Ach Mann, ey, das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ich mache da erstmal jetzt die Redstone-Fackeln rein. Jetzt brauche ich Redstone Dust. Oh, hoch und runter, immer wieder, hoch und runter, immer wieder. Aber das ist jetzt übrigens kein Tutorial. Ich meine, natürlich kann man das jetzt nachbauen. Von dem, wie ich es hier jetzt mache, aber dieses ständige Hin- und Herlaufen ist wahrscheinlich für ein Tutorial zu ermüdend. Tutorials werden ja normalerweise auch immer im Creative gemacht. Warte mal, ich habe jetzt rausgefunden, über F4 kann ich hier auch einfach wechseln in die verschiedenen Modi, aber das ist zum Beispiel der Zuschauermodus hier. Creative mache ich ja nicht so und der Zuschauermodus, der Zuschauermodus ist ja ganz schön, um mal Sachen zeigen zu können. Ja gut, und über F3 und N wechsle ich direkt zwischen Zuschauermodus und dem Modus, wo ich gerade war, hin und her. So, das heißt, ich muss hier wieder in die Redstone-Abteilung. Ja gut, Redstone, das habe ich natürlich mehr als genug. So, das heißt, ich kriege auch den ganzen Weg wieder zurück. Und da sind wir wieder bei den beiden Cobblestones, die ich schon... gesetzt habe. Hier gehen wir jetzt einmal hoch. So, wie ging es weiter? Als nächstes kam dann hier ein Block hin und der Dust kam dahin. Und als nächstes brauchen wir einen Verstärker. Ist es denn die Possibility? Ich muss ja schon wieder da hoch. Und da bin ich schon wieder in der Redstone-Abteilung vom Lager 2. Mal schauen, habe ich denn zufällig Verstärker noch hier? Das wäre natürlich schön. Ansonsten muss ich jetzt auch noch das Rezept raussuchen. Redstone-Verstärker. Ich habe zum Glück auch welche hier, aber davon brauche ich gar nicht so viele. Und bevor ich jetzt gleich schon wieder hier hochlaufen darf, ich habe bereits, ich sehe bereits in der Hotbar von Jules LP, dass er als nächstes wahrscheinlich mit Pistons arbeitet. Habe ich zufällig noch Pistons hier? Ich habe tatsächlich Pistons hier und davon nehme ich direkt mal mehrere mit, weil ich weiß, dass sie ja sehr wichtig für die Farm werden und dann laufe ich nochmal wieder ganz schnell runter. Falls jemand das LP von das Tutorial von Jules LP gucken will, das dauert übrigens insgesamt nur 8 Minuten. Also da wird man wahrscheinlich schneller fündig, als wenn man dieses Video guckt. Was natürlich nicht heißt, dass ihr mein Video nicht weiter gucken sollt. Aber das LP von das Tutorial von Jules LP wird halt schneller gehen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wo ich denn die Größe schon wieder da? So, jetzt müssen wir gegen den Verstärker Blöcke setzen. Und zwar einmal nach da. Da. Nein, ach Mist! Durch den Verstärker... Ey, Mann, ich hätte ja... Okay, einmal den Verstärker wieder abbauen, damit er richtig eingestellt ist. So,
Eins, zwei. Ach Mann, ich muss natürlich Shift drücken. Ist auf dem... Ach Mist, mach ich halt so. So, da drauf kommt das. Wir sind da... Ach Mann, ich werde wahnsinnig hier. Also erstmal kommt der untere wieder weg. So, da oben muss jetzt das, den hänge ich natürlich schon wieder in die Schalkerkiste abgelegt. So. Und dann wird der jetzt hier einmal da hingelegt. Und dann kommt jetzt der erste Kolben. Wo kommt der jetzt hin? Dahin. So, da müsste der Kolben jetzt hinkommen. Denn ich bringe jetzt das Rathaus, das hier in dieser Dekade auch teilweise. Ja, hier von der Seite sind die Wände auch schon fertig, aber ich war auf der anderen Seite. Da stehen die, fehlen die Wände leider noch. Ein kurzer Test, ob die Konstruktion bis hierhin auch funktioniert. Wenn ich hier einen Block hinsetze, müsste der Kolben aktiviert werden. Funktioniert. Super. Ich bin es gewohnt, wenn ich Sachen nachbaue, selbst wenn ich sie 1:1 Block für Block nachbaue, das hat einfach nicht funktioniert. Aber das funktioniert schon mal, das ist gut. Und als nächstes brauche ich Werfer. Und wenn ich in die Hotbar von Jules LP gucke, ist auch noch Glas und Falltüren. Die waren doch gerade noch nicht da drinne. Wieso? Braucht man sich jetzt auch noch Werfer? Na, hoffentlich habe ich Werfer im Lager 2 und muss jetzt nicht noch welche craften. Weil auch da müsste ich vorher erst nachschauen, wie das Crafting-Rezept ist. Ja, aber es gibt ja für einen Notfall hier Werfer. Oh, gibt's nicht. Toll. Naja. Gehen wir mal hoch. So, also Werfer, 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 Werfer. Habe ich Werfer da? Nein! Aber war mal, Werfer waren doch Koppel mit Redstone und einem Bogen, oder? Warum kann ich mir den hier nicht anzeigen lassen? Werfer. Da heißt doch Werfer, da oben drüber steht doch Werfer. Okay, laut Minecraft-Wiki heißt der jetzt Spender. Dann wollen wir doch einmal kurz gucken, ob der Spender hier drin ist. Ist auch nicht drin. Was soll das denn? Naja, auf jeden Fall brauche ich dafür halt Redstone Dust. Den habe ich schon. Kobbel habe ich auch. Und Bögen. Ich hätte ja sogar einen Bögen. Also nicht, dass ich den jetzt verwenden wollen würde. Ach ja, natürlich. Das geht ja nur an der Werkbank. Da ist er ja. Allerdings brauche ich für... Dafür werde ich mit Sicherheit nicht diesen Bogen verwenden. Und laut Minecraft Wiki muss es auch kein Pfeilerbogen sein. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach zwei Schrottbögen. Bögen, Bögen, Bögen. Muss irgendwo hier sein. Bögen, wo seid ihr denn? Sind so weit hinten? Nee, das kann nicht sein. Was sind denn die Bögen? Schwerter? Ach, ganz vorne, direkt das erste. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Schrottbögen. So, ach nee, ich will die Erde nicht wieder vergeuden. Ja, und das ist immer noch verstopft hier. Ja, da. Oh, warte mal, das ist Glas. Glas habe ich doch gesagt, brauche ich auch noch. Ah, Mist, das Inventar ist ja voll. So. Okay, dann, ich sollte das Inventar erstmal ein bisschen leeren. Also hier. Ne, hier kann ich die Kohle reinstopfen. Und die Erde. Oh Mist, das ist bisschen. Ne, warte mal. Gras kann ich hier vorne schon ablegen. Gras ist nicht ganz so weit. Ist auch voll! Ach Mist. Wie soll ich denn da mein Inventar. Ich doch nach ganz dahin laufen, um da dann Erde abzulegen. Weil das, die vorne die Vorsortierung verstopft ist. Mist. Ja, also die Truhen hier sind alle voll mit Erde. Falls ich mal Erde brauche. Ja, diese Drohnen können ich gerade gut in Ascon Resurrection für mein Game-Projekt brauchen. So, erstmal. So. Ich will ein bisschen mehr Platz im Inventar. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich holen wollte. Ich wollte Bögen holen. Zwei verranzte. Und ich bin gespannt, ob sich daraus Spender herstellen lassen, weil ich hatte es eigentlich so im Kopf, dass die immer volle Haltbarkeit haben müssen. Ich habe die immer vorher repariert. Aber laut dem Minecraft-Wiki ist das egal. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach zwei Verranste. Da. So. Eins. Zwei. So, und dann zur Werkbank laufen. Jetzt ist hier natürlich wieder keine Werkbank. Ich hau jetzt einfach wieder nach ganz nach unten.
Button. So, hier. Eine Werk. Ne, da ist keine Werkbank, da ist eine Werkbank. Ah nein, nicht den. Das ist jetzt der Spender wieder, aber nein, ich will. Das ist jetzt der Werfer. Okay. Ich hätte gerne noch einen. Ne, den nehme ich nicht, sondern den. Das funktioniert tatsächlich. Und ich habe bis jetzt immer die blöden Bögen dafür repariert. Naja, ist ja nicht so, dass die Skelette einem nicht genug Bögen geben. Also hier, wo sind sie jetzt wieder? Da. Ich habe ja ein paar kaputte Bögen hier, die ich dann investieren kann. Also selbst wenn ich sie vorher reparieren müsste. So, und es ist schon wieder Nacht. Gut, ich überspringe das mal gerade, wie ich schlafe und dann zurück zur Baustelle laufe. Bei mir ist gerade plötzlich unsicher, wenn ich den richtigen Block gemacht habe, ob ich jetzt den mit oder ohne Bogen drin brauchte. Aber nee, Joel sagte Werfer und das hier ist ein Werfer. So, jetzt lass mich kurz gucken. Hier muss wieder ein Hilfsblock hin. Da muss hier einer drauf und der andere da. Muss nach da, so muss das aussehen. Und plötzlich braucht er Trichter. Der kommt wieder weg. Trichter, warum? Ah, Mann ey, warte mal, erstmal alles ablegen, was ich schon hier hab. So, das kann ich schon mal alles ablegen, falls ich das nochmal brauche. Trichter als nächstes. Trichter. Ja. Als nächstes brauche ich Trichter, muss also wieder hoch ins Lager 2. Da kann ich ja ganz froh sein, dass ich die Tonbrennergilde, also das Projekt wird weiterhin so heißen, dass ich die Tonbrennergilde so nah an die Basis gebaut habe. Jetzt stelle ich mal vor, die wäre irgendwo im 120er-Gebiet oder beim Fuchsbau. Eieiei. Naja. Dann schaue ich mal, ob ich noch Trichter habe und genau, Falltüren brauche ich auch noch. Also. Als erstes jetzt Trichter. Sind, auf welcher Ebene sind die? Sind die in der auf der Redstone-Ebene? Ich glaube schon. Also schauen wir doch einfach mal nach. Einmal bitte auf die Redstone-Ebene, ja. So, Druckplatten. Ja, Holzfalltüren brauche ich auf jeden Fall. Eine, reicht die? Naja, was wollte ich? Trichter, Trichter, Trichter. Sind hier irgendwo Trichter? Da, tatsächlich. Sind auch welche drin? 7 Stück. Keine Ahnung, ob die reichen, aber schauen wir mal nach. Okay, dann sind wir jetzt wieder. Ich habe Trichter dabei. Und die müssen jetzt hier so, da dran gesetzt werden. Super. Und das nächste brauchen wir Redstone-Verstärker. So, das waren aber nicht die, die ich schon hier habe, oder? Redstone. Ah, ich habe schon Redstone-Verstärker. Da habe ich ja Glück gehabt. So, dann muss ich jetzt hier hoch. So, so, so. Und zwar in die. Nee. So, in die Richtung. Da müssen jetzt auch wieder Hilfsblöcke dran gesetzt werden. Glaubst du diesmal? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich muss. Da, genau. Und dann hier auch. Der kommt wieder weg. Und da kommt jetzt Redstone Dust hin, den ich ja jetzt zum Glück schon hier oben unten habe. Der kommt da einfach so da hin. Okay, dann sieht das Ding so aus. Und jetzt brauche ich eine ganze Menge Wasserflaschen. Und an der Stelle könnte ich jetzt tatsächlich die Hexenfarm von, bei der Hexenfarm bekomme ich doch viel zu viele Wasserflaschen. Das heißt, ich gehe mal gerade, bei Ascalon rein. Ja, da, dürften ja viel zu, da ich doch, oh, warte mal. Ah, ich habe ja sogar hier. Ah, da habe ich Glasflaschen. So, und ich müsste allerdings. Okay, jetzt muss ich halt mal schnell zur Hexenfarm. Das ist ja natürlich blöd, die ist jetzt weit weg. Aber schauen wir mal. Dann haben die Glasflaschen dort endlich einen Sinn. Hi, das ist die Folge, die am 10. März rauskommt. Ja, ja, also einmal schnell zur Hexenfarm. Ja, jetzt habe ich natürlich. Ach nee, da müsste ich. Ich war da natürlich mit dem. Wie heißt das Ding? Mit der Lore hin. Und ich glaube, ich fahre jetzt auch nur noch zur Lore und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Hallo, du. Ja, komm schon, weg mit dir. Weg mit dir. So.
So, da dürft, und ich will nur schauen, wie viele Glasflaschen dort sind. Der untere Werfer, der muss dann nämlich mit Glasflaschen gefüllt werden. So, und hier, also, hier ist aber keine Truhe mit Loren. Ja, muss ich nochmal ein bisschen Stückchen weitergehen. Ich meine, mit dem Boot komme ich jetzt leider nicht so weit. Aber hier müsste eine Truhe mit Loren sein. Ja, sehr schön. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ja, und das dauert jetzt 2 Minuten. Und dann ist nämlich tatsächlich die Zeit von dieser Folge... Oh, die, ich habe schon überzogen. Na, ich habe ja zwischendurch ein paar Szenen vorgespult und rausgekattet. Vielleicht ist die Folge dann noch nicht so lang. Ich will jetzt auf jeden Fall noch zur Hexenfarm. Ich habe schon wieder einen Gast irgendwo. Naja, egal. Also einmal noch schnell zur Hexenfarm. Und schauen, wie viele Glasflaschen ich da habe. Die dann alle zur... Nein, nicht alle. Aber die dann alle zur Ton... Brennerei... Tonbrennergilde nach... St. Oliver 2 transferiert werden. Ja, ich habe letztens, was heißt letztens, für euch in der Zukunft, für mich letztens in einer Folge Astronomer's Reaction, die haben mal die Zeit gemessen, das sind so ungefähr 2 Minuten auf dieser tollen Schiene. Die Folge ist noch nicht rausgekommen, wo ich das gemessen habe, weil ich im Moment, also Astronomer's Reaction, wo ich ja viel vorproduziere, da ist es so, dass ich gerade ganz viel Erde brauche und ich kann ja leider nicht die Erde von St. Oliver 2 nach Ascalon transferieren. Das heißt, hier muss ich immer wieder neue Erde farmen. Da habe ich dann einfach gesagt, farme ich doch die Erde aus dem, aus dem Sumpf, wo auch die Hexenfarm steht. Und ich versuche jetzt noch weiter hier Blödsinn zu labern, um diese 2 Minuten hier zu überbrücken. Aber das ist gar nicht so einfach, weil die 2 Minuten, die ziehen sich hier jetzt gerade schon echt lange. Ich würde jetzt schon gerne irgendwie da hinten ankommen, um zu schauen, wie viele Glasflaschen ich da jetzt habe bei der Hexenfarm. Weil die Hexenfarm, die ich ja vor allem für Glowstones habe, die produziert ja noch viel mehr. Dafür habe ich auch die Schalterkästen, die produziert Glasflaschen, die produziert Spinnenaugen und Redstone. Ja gut, und Redstone, ja gut, ich ja gar nicht. Stöcke produziert sie auch, Hexenstämme müsste man ja dann eigentlich sagen. Und jetzt steht, oh nein, hier steht da einer auf den Schienen. Aber wir sind zum Glück eher am Ende angekommen. Ich steige jetzt einfach raus. Ja, ja. Okay. Ja, und eigentlich bin ich da ja nur wegen den Glowstones. So. Genau da drüben baue ich Erde ab. Und. Das ist die Hexenfarm. Da baue ich ab. In die andere Richtung müsste die Hexenfarm sein. Hexenfarm. Da. Wobei Grizzly schon sagte, ich sollte nicht da Erde abbauen, sondern den Berg hinter der Hexenfarm und den dann vernünftig auslöchten. Dann kann ich da nämlich die Spawnrate verringern, sodass mehr Hexen in der Hexenfarm spawnen. Ja, und warum habe ich jetzt so viel Gold im Inventar? Weil ich dann letztens Gold gebraucht. Und habe dann Gold gefarmt. Ach ja, für den Wüstenhof. So. Okay, wir sind angekommen. Suppele. Suppenschüssel, ja, und dann stehen hier Glasflaschen. Ja, ich habe ein paar Glasflaschen. So, die nehme ich jetzt einfach schon mal alle mit. Beende an der Stelle jetzt dann allerdings die Folge und sage... Arrivederci, Sava, and... Oh, ich sehe von hier aus die Pyramide. Out.